ja, ich kenne die Produkte, ich kenne den Neuner. Und ich denke, das ist für Deutz Fahr mit Sicherheit ein sehr, sehr wichtiges Projekt, weil eben in dieser sehr hohen Leistungsklasse, ist ja auch eine Imagefrage, muss man eigentlich heute mit vernünftigen Produkten präsent sein. Und wenn man das natürlich in einer hochmodernen Fabrik produzieren kann, fördert sich das sicherlich gegenseitig. Ich denke, dass die Produktion moderner wird, besser wird, dass die Traktoren immer ausgereifter produziert werden in dem Werk, denke ich. Und ich fahre selbst Deutz Fahr und bin mit der Qualität sehr zufrieden. Mit Gewissheit wird es interessant sein, so ein Werk zu besichtigen, wenn es wirklich dann im Betrieb ist und richtig der normale Produktionsprozess läuft, ist mit Sicherheit von hohem Interesse, das mal zu sehen. Ja. So, das wäre natürlich mal ein Highlight, da auch mal vor Ort da mal reinzugucken, und weil sowas auch immer wieder interessant ist. Man sieht eigentlich immer nur das fertige Produkt und ja, die Entstehung von dem, ich sage mal so, ja, von der kleinen Scheibe, von der kleinen Schraube bis zum fertigen Endprodukt, was ist dann von der Idee bis zur Realität dann geworden ist. Wir kennen die Firma schon früher, wo es noch Kedel und Böhmkaiser hat, sind wir schon runtergekommen und da hat sich sehr viel getan. Vom neuen Werk denke ich, dass es noch produktiver und besser und moderner sein wird, natürlich als das alte Werk war.